Das Nahverhältnis zu meinem Auto. Mittlerweile ja, weil es ganz viel meiner Sachen schon gefressen hat. Und also aktuell wohnen wir noch in Linz, also eher eine Gehminute vom Büro entfernt. Und unsere Projekte sind auf Oberösterreich verteilt und aus dem Grund verbringe zwangsläufig relativ viel Zeit im Auto und genau, ist deswegen auch ein Teil meines Büros. Also das Auto ist nicht bunt, aber das Innenleben ist bunt und vielfältig. Es sind Materialien drinnen, es sind Ziegel drinnen, es sind Kinderautos, Spielzeug drinnen. Es ist fast wie auf einer Baustelle in unserem Auto. Der Theodor, ja. Na, der baut seine eigenen Lego-Städte und Gebilde irgendwie. Also da können wir eigentlich gar nicht mithalten. Da profitieren wir eher von seinen Inputs, ja. Ich bin schon sehr stolz, wenn er auf einmal 5 Minuten nicht da ist und auf einmal ist das ganze Esszimmer am Kopf gestellt. Alle Sesseln sind unter dem Tisch oder auf dem Tisch und ganze Matratzen sind rausgeschleppt. Und dann denke ich mir immer so, ein vier kleine Knirps, dass der so eine Kraft entwickeln kann, mobilisieren, dass er da so tolle Gebilde baut. Ja. Also das ist schon beeindruckend. Und es gibt dann auch wieder, das muss man schon sagen, es ist inspirierend, eine gewisse Freiheit, einfach nicht mehr in diese starren Strukturen zu denken, dass der Tisch, das sind die Sesseln. Nein, man muss das auch fördern. Also ich habe ja als Zweitstudium noch bildnerische Erziehung und Werkerziehung studiert und habe eine Zeit lang unterrichtet und Kinder und sie, oder Schüler in dem Fall, ja, tun sie wahnsinnig schwer, wieder so ganz, wenn man so ganz freie Projekte hat, die wirklich einen körperlichen Einsatz brauchen, ja, wo es um Hüllen geht und um sich einhüllen und Raum entdecken. Das war eigentlich das Schlimmste, wenn man dann gefragt hat, stimmt das so, ist das richtig? Ja, also wo es kein richtig und falsch gibt, ja. Braucht es einmal den Befreiungsschlag irgendwie, so einmal von dem Denken wieder wegzukommen, darf ich das überhaupt und so, und Ja. dann diesen, ja eben, den Freiheitsgrad wieder zu erleben. Das ist vielleicht ein Thema, mit dem wir leider oft konfrontiert sind, die Angst vor dem Anderssein. Das ist schon immer wieder mal spürbar. Also das erklären zu müssen, dass eine Qualität anders sein kann als das, was man kennt. Ja. Und das in Frage zu stellen und ist auch immer wieder ein Thema unserer Arbeit. Wie die Anna schon gesagt hat, gibt es da oft so Überlagerungen an Images. Das sehen wir jetzt nicht fast oder als eine der Hauptaufgaben unseres Prozesses irgendwie, dass wir unsere Kunden wieder von diesen Bildern befreien eigentlich und sozusagen näher bringen, wieder viel abstrahierter mit ihren Bedürfnissen umzugehen, Bedürfnisse formulieren zu können. Was uns sehr wichtig ist, dass man nicht in diesen Sog reinkommt von Arbeitswelt und überrumpelt wird von all diesen, ja, wie soll ich sagen, Stressfaktoren und alles, was dann so unterjubelt wird, was man nicht alles braucht, also einfach wieder ja, reduzierter leben oder einfacher denken. Oft sind ja Qualitäten mit einer Selbstverständlichkeit früher hergestellt worden, weil sie aus Bedürfnissen entstanden sind. Das haben wir leider bis zu einem gewissen Grad vergessen, warum das so ist. Und da geht es eben darum, das wieder zu ergründen. Und jede Region hat ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Charaktere natürlich, aber spezielle Bedürfnisse. Und auf die muss man da deutlich eingehen und sowas findet man wichtig. Bezogen auf unsere Arbeitsweise vielleicht, was wir gelernt haben, dass wir für uns Baukultur machen können, ist, dass wir oft auf Entdeckungsreise gehen müssen. Also wir müssen oft den Ort entdecken, wirklich erforschen. Wir müssen oft gerade beim Bestand die Strukturen erforschen. Oft müssen wir wieder umplanen, dass wir Baukultur immer mehr für uns definieren können oder reichen können.